Tag, mein Name ist Johanna Stoll. Ich bin geprüfte Heilpraktikerin und Dozentin an den Paracelsus-Schulen. Einer meiner Schwerpunkte ist die Gynäkologie in der TCM, also die Frauenheilkunde, und diese möchte ich Ihnen heute kurz am Seminar Gynäkologie in der TCM vorstellen. Die Frauenheilkunde hat eine lange Tradition in der chinesischen Medizin. Besonders die Kaiserin und der kaiserliche Hof wurden damit behandelt, um die Nachfolge zu sichern. Sie lernen in diesem Seminar, wie Sie anhand der Menstruation eine umfassende Anamnese Ihrer Klientin erstellen können, wie Sie sowohl Kinderwunsch als den Wunsch, Schmerzen zu beenden oder einen geregelten Übergang durchs Klimakterium unterstützen können, und zwar sowohl mit Kräutern, mit Akupunktur, mit Nahrungsempfehlungen und mit Wärmeanwendungen. Das Seminar ist so aufgebaut, dass wir uns an den verschiedenen Lebensphasen einer Frau orientieren werden und den dort auftretenden Schmerzen, Krankheiten oder Unzuträglichkeiten oder eben auch Unfruchtbarkeit, wie diese eventuell beseitigt werden kann und mit welchen Methoden wir dort einsetzen können. Dieses Seminar richtet sich an alle, die sich mit der Gesundheit des weiblichen Körpers befassen möchten. Die chinesische Medizin gilt auch als weibliche oder intuitive Medizin. Das heißt nicht, dass auch Männer Frauenheilkunde ausüben können, sondern bedeutet, dass der männliche Therapeut sein Yin entfalten kann und dann ein sehr guter Arzt werden kann für die Frauen, wie das große Vorbild Sun Simiao, der auch mein großes Vorbild ist und nachdem ich die chinesische Medizin erlernt habe und weitervermittle. Ich würde mich sehr freuen, Ihnen die alten Geheimnisse dieser chinesischen Medizin weiterzugeben. Ihre Johanna Stoll.